Farbhaus. Grüß dich, Ellie. Was machst du da? Anstreichen? Ah, klar. Du streichst das Haus rosa an. Was für eine schöne Farbe. Oh, ja, ja. Eine sehr schöne Farbe. Ich meine, die allerschönste Farbe in der ganzen Welt. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Ellie hat noch ganz schön viel zu streichen. Vielleicht könnte sie etwas Hilfe brauchen. Malen! Ich habe so den Eindruck, dass es ihr sehr gefallen würde, wenn ihr ihr helfen tätet. Malen! Nun, Ellie, da hast du aber ein sehr rosa Haus angestrichen. Ellie, was ist los? Und hier ist eine schöne Dose mit rosa Farbe. Pato, ich glaube, der Ellie gefällt diese Farbe nicht so sehr. Ellie besteht darauf, dass du das Haus rosa streichst. Nein, blau! Ellie, Pato hat ein Porträt von dir an die Wand gemalt. Aber es kann doch nicht so schlimm sein, auch mit anderen Farben zu streichen. Ein rosa Dach, Ellie? Aber Pocoyo! Oh nein, Pato! Leute, vielleicht solltet ihr... Ganz ruhig mal. Ein Augenblick. Wenn ihr euch nicht beruhigt, werdet ihr das nie richten können. Was für ein Desaster. Gute Idee, Ellie.
Jeder kann jetzt seinen Teil anstreichen. Ah, das ist doch perfekt. Jetzt sieht das Haus wunderschön aus. Bis zum nächsten Mal. Das Malbuch. Hallo Pocoyo, was machst du? Hallo Buch. Du siehst dir ein Buch an, toll. Oh, ein roter Apfel, ein rotes Auto, ein roter Käfer und ein Herz. Das ist auch rot. Oh, seht mal, ein roter Pocoyo. Nein, Pocoyo, blau. Bist du dir sicher? Pocoyo, rot. Rot, 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 alles rot. Rot? Nein, Pocoyo, es ist gelb, wie du. Hallo, Elli. Elli, gelb. Gelb wie Buch. Ja, Elli. Pocoyo hat ein Zauberbuch. Wenn man eine Seite umblättert, ändern sich alle Farben. Gute Idee, Elli. Suchen wir Pato. Ja, Pato. Hallo, Pato. Pato. Vielleicht sollten wir Pato erklären, dass durch das Buch alles blau wird. Pato blau. Ohoho, du siehst aus wie eine Blaubeere mit einem Schnabel. Ich meine, vielleicht solltest du mal in den Spiegel sehen. Aber Pato, es ist doch ein sehr schönes Blau. Das stimmt natürlich. Eine Ente sollte entengelb sein. Oder grün. Grün. Aber grün ist auch eine sehr schöne Farbe. Findest du nicht? Oh je. Elli sagt, sie ist dran mit dem Buch. Nein, mein Buch. Orange. Was für eine tolle Farbe für einen Elefanten. Ich befürchte, Elli und Pato gefällt die Farbe nicht besonders gut. Freunde, Freunde. Aber wie viele Farben gibt es denn noch in dem Buch? Stopp. Mein Buch. Meins. Oh je, als du das Buch weggelegt hast, ist das Licht ausgegangen. Und jetzt sind die Farben ganz durcheinander. Überleg mal, Pocoyo. Wie kannst du das ändern? Ich meinte, dass du das Buch teilen sollst. Nein, mein Buch. Komm schon, Pocoyo. Wenn du das Buch teilst, werden die Farben vielleicht wieder ganz normal. Oh, vielleicht auch nicht.
Und es geht schon wieder los. Endlich. Sieh nur, Elli. Du bist wieder pink. Oh je. Die Farben sind ganz durcheinander. Du hast recht, Pato. Es wird Zeit, eure Farben zurückzubekommen. Oh, Freunde, ihr habt alle Farben verloren. Farben? Oh nein. Das Buch ist leer. Wir werden nie wieder Ellis Pink oder Patos Gelb oder das wunderschöne Blau von... Idee! Pocoyo, du hast eine Idee? Eine tolle Idee, Pocoyo. Aber denkst du, dass das klappt? Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ja. Oh je. Ein Hoch auf Bücher und ein Hoch auf eine bunte Freundschaft. Macht's gut. Bis bald. Hallo. Hallo. Was für tolles Spielzeug. Und was es für wunderbare Farben hat. Was ist denn, Pocoyo? Hast du etwas entdeckt?
meine Güte, was hast du denn da gefunden, Pocoyo? Das sieht aber interessant aus. Knöpfe! Ja, warum nicht probieren? Fang einfach an. Drück einen Knopf. Wollen doch mal sehen, was passiert. Sieh dir das an. Deine Lokomotive ist rot geworden. Nun schau dir das an. Wie kommt es, dass sich die Farben ändern? Pocoyo, weißt du das? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Was denkt ihr, was macht Pocoyo, dass sich die Farben verändern? Auf die Knöpfe drücken! Ja, ich denke, ihr habt recht. Wenn Pocoyo die Knöpfe auf diesem Spielzeug drückt, ändern sich die Farben. Ha, versuch doch mal einen anderen Knopf, Pocoyo. Ja, es ist das Spielzeug. Es ändert ganz einfach die Farben der Dinge. Erstaunlich. Alle Bauklötze sind rot geworden. Und eine neue Farbe für das Radio. Hey, 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 hey. Vorsicht, Pato. Oh. Nein. Oh nein. Oh mein. Farben, Farben, Farben. Sei nur vorsichtig, Pocoyo. 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 Macht es dir Spaß, die Farben zu ändern? Ja, und denkst du, allen anderen macht es auch Spaß? Wirklich? Möchtest du nicht wieder alles so machen, wie es war, Pocoyo? Dann bin ich sicher, wir schaffen das. Zuerst müssen wir uns erinnern, wie die richtige Farbe von jedem war. Könnt ihr vielleicht Pocoyo helfen? Ruft einfach laut, wenn Pocoyo die richtige Farbe getroffen hat. Also los, Pocoyo. Probiere ein paar Farben aus. Zuerst Pato. Welche Farbe hatte er? Rosa? Nein! Blau? Nein! Gelb? Das ist es! Pato ist gelb! Ja, 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 ja! Und wer kommt jetzt dran? Ach ja, richtig, Elli. Könnt ihr Pocoyo sagen, welche Farbe Elli hatte? Gelb? Nein! Blau? Sie ist rosarot! Ja, sie ist natürlich rosarot. Tja, das war's dann wohl.
Was ist denn, Pato? Stimmt etwas nicht? Oh je, Patos Hut hat noch nicht die richtige Farbe. Siehst du das auch, Pocoyo? Gut gemacht, Pocoyo! Bravo, ihr alle! Wie gut, dass alles eine Farbe hat! Macht's gut! Bis bald! Ziemlich viel Ärger. Pocoyo und Elli und Pato. Was spielt ihr da? Moment! Was ihr nicht sagt. Ihr müsst die Murmel da mitten ins Loch hineinkriegen, stimmt's? Und wie läuft es so für jeden von euch? Und was ist mit dir, Pocoyo? Das ist die einzigartige schwarze Supermurmel. Oh, tut mir leid, Pocoyo. Fast hättest du es geschafft. Und wer ist jetzt an der Reihe? Oh, oh, Moment mal. Was passiert da? Yay! Ja, Pocoyo, aber wie konnte die Murmel von ganz alleine losrollen? Ich glaube, du hast ein schwarzes Loch entdeckt. Es schluckt alles, was in seiner Nähe ist. Und du weißt, was das bedeutet, oder? Jetzt ist nicht die Zeit zum Tanzen. Komm, weg da von dem Loch. Gute Idee, Pato. Haltet euch an dem Baum fest. Vorsicht, festhalten. Das ist ziemlich lustig, oder? Aber jetzt müssen wir Elli irgendwie da rausholen. Kann bitte jemand ein Licht anmachen? Oh, was für eine Erleichterung. Alles scheint gut zu sein. Außer einer ganz winzigen Kleinigkeit. Alle Farben sind verkehrt. Pato, du bist nicht mehr gelb. Jetzt bist du lila. Und Elli, jetzt bist du grün. Ihr würdet gerne, alles wäre wieder normal, oder? Ich glaube, da gibt es eine Lösung. Willst du in deine frühere Welt zurückkehren, Pocoyo? Ich glaube, dass deine schwarze Supermurmel der Schlüssel zu unserer Befreiung ist und uns zurück nach Hause bringen wird. Das ist es, Elli. In dieser Welt hier ist Pocoyos schwarze Murmel weiß. Und was nun? Das ist es. Ein weißes Loch. Jetzt springen wir alle hinein. Was ist mit dir, Pato? Willst du nicht wieder gelb sein? Das ist aber nicht unsere Welt. Ihr seid ja alle aus Papier. Es wäre besser, wir finden die Murmel wieder. Gute Arbeit, Pato.
Aber was ist das? Ihr seid ja jetzt alle Luftballons. Oh, endlich. Endlich wieder zu Hause. Ihr habt da nichts zurückgelassen, stimmt's? Gute Frage, Pato. Was sollen wir jetzt damit machen? Aha! Sieht so aus, als habe Pocoyo eine Idee. Eine Rakete? Ich verstehe. Lasst uns mit dem Countdown anfangen. Bereit? 3, 2, 1, Zündung! Eine Zaubernacht. Bis zum nächsten Mal. Bildergalerie. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was macht denn Ellie da mit dem Eimer? Ah, ich sehe schon. Das wird ein Bild. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art zu malen. Hey, was ist denn das? Affe? Du meinst, du hörst einen Affen? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, ob das wirklich ein Affe ist? Das ist ein Affe. Nein. Das ist Babypies. Das ist richtig. Das ist kein Affe. Das ist Babypies. Und sieh mal. Baby Pieps malt auch ein Bild. Großartig. Ach, und auch Fred malt ein Bild. Was willst du malen? Oh, du weißt es noch nicht. Ah ja. Pato, du malst kein Bild? Vielleicht aber auch nicht. Ich vermute, Pato möchte heute lieber kein Künstler sein. Zeit für die große Ausstellung. Da ist auch schon Baby Pieps mit den Häppchen. Lecker, 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 wie reizend. Oh, hier ist Ellies Bild. Wie findest du es, Pocoyo? Schön, wunderbar. Und das muss das Bild von Baby Pieps sein. Was hast du, Pocoyo? Du suchst nach Worten, um das Bild zu beschreiben? Ja, es ist irgendwie so lebhaft, so kraftvoll, dynamisch. Vorsicht, Baby Pieps! Baby Pieps nicht ganz so aufgeregt. Und hier haben wir Freds ausgezeichnete Arbeit. Pocoyo möchte wissen, was das sein soll, Fred. Ja, verstehe. Ja. Natürlich. Er sagt, es sei eine Skizze. Hier ist das Bild von Schlummerpieps. Was hältst du davon? Ehrlich? Schön. Müde. Pato, du hast dich also doch noch entschlossen, ein Bild zu malen. Können wir sehen? Das hast du gemalt? Ja, aber das ist... Gibt's noch mehr? Das ist toll! Das gibt's doch nicht!
Du, das ist doch... Hast du noch mehr? Zeig sie uns, bitte, zeig sie uns. Das hast du alles gemalt. Das ist ja sensationell, einfach brillant. Kannst du uns vielleicht hier noch mal etwas malen? Ach komm, Potto, nun mach doch mal. Wir alle möchten zu gern sehen, wie du das machst. Stimmt's? Wollt ihr nicht auch sehen, wie Pato ein Bild malt? Nicht das richtige Material hier. Ach, das ist doch kein Problem. Schon haben wir es. Eine schöne leere Leinwand. Du hast großen Durst. Na dann, hier ist etwas zu trinken. In Ordnung, Pato. Wir sind soweit. Überrasch uns. Oje. Pato, du hast diese Bilder gar nicht selbst gemalt, stimmt's? Egal, wir machen jetzt Folgendes. Zuerst bringst du diese Bilder dorthin zurück, wo du sie hergenommen hast. Sehr gut. Und hier ist eine schöne leere Leinwand. Versuch es einfach. In Ordnung, du magst es nicht, Bilder zu malen. Was magst du denn dann? Blumen! Du hast recht, sie sind wunderschön. Warum malst du sie nicht? Nein, nicht. Aber du musst wirklich keine Angst haben. Sieh nur, Pocoyo hat schon eine herrliche Blume gezeichnet. Du hast ein Bild gemalt. Und was für ein vortreffliches Bild. Das ist fantastisch, ohnegleichen. Na, jetzt bist du doch froh, dass du es probiert hast. Hä? Bravo, Pato. Es tut so gut, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Macht's gut. Bis bald.